Jesper Fröden ist zurück bei den ZSC Lions, nachdem er zuletzt überzählig war. Solchen Luxus können sich die Lakers nicht leisten. Bei ihnen stehen nach dem Ausfall Cervenkas nur 4 Ausländer auf dem Eis. Der ZSC deutlich wacher zu Beginn, denn nach kaum 20 gespielten Sekunden steht Balzers allein vor Niffeler. Zum Glück für die St. Galler schläft der Schlussmann nicht gleich wie die Abwehrspieler. Eine Szene, die veranschaulicht, warum die Lakers so weit hinten in der Tabelle sind. Scheibenverlust, aber Andre Ghetto trifft den Puck nicht richtig. Die Lions also tonangebend, doch das Gebrüll verstummt nach rund 10 Minuten, denn Jensen erobert die Scheibe und zieht die Option Schuss. Tor! Die Beharrlichkeit des Dänen Jensen lohnt sich und etwas entgegen dem Spielverlauf führen die Gäste, denen das wie ein Geschenk des Himmels vorkommen muss. Ab jetzt kehrt das Momentum. Was für ein Fehler von Yannick Weber und wieder ist Jensen der Profiteur. Spektakulär der Save von ZSC-Hüter Shimon Rubetz. Mark Crawford kommt die Drittelspause entgegen, die Zürcher Nervosität etwas zu zügeln. Das zweite Drittel beginnt unglücklich für die Lakers mit zu vielen Spielern auf dem Eis. Das sonst so zwingende Überzahlspiel der ZSC Lions verstreicht völlig harmlos, bis Sven Andre Ghetto einen Geistesblitz hat. Was für ein Pass auf Fröden, der Rückkehrer trifft nach gut 25 Minuten. Doch der fette Assist gebührt Andre Ghetto. Fröden muss nur noch hinhalten. Jetzt haben die Lions-Fans ihre Party. Noch eine Überzahlsituation für den ZSC, als Jeremy Gerber auf die Strafbank muss. Und jetzt aufgepasst. Das ist das wirkliche Powerplay der Zürcher. Riedi, Andre Ghetto, Fröden, nochmals Andre Ghetto. Vielleicht sind die Löwen sogar etwas zu verspielt. Und die Lakers haben auch noch das nötige Quäntchen Glück. Es steht aber weiterhin 1:1. Und während die Lakers Glück haben, kommt bei den Lions nach dem Schuss von Lechtonen etwas Pech dazu. Riedi lenkt den Schuss nämlich etwas zu stark ab. Niffeler wäre klar geschlagen gewesen. Beim Kids Day in der Swiss Life Arena verabschieden sich die Teams unentschieden in die zweite Pause. Diese Szene könnte noch zu reden geben. Nach dem Bulli fährt Jeremy Gerber den Linesman um. Ob Absicht oder nicht, Berührungen gegen die Offiziellen werden nachträglich beurteilt. Doch statt neben dem Eis passiert vor allem auf dem Eis noch dies. Laserpass von Kapaul auf Frick. 4 Minuten vor Ablauf der Zeit gehen die Lakers in Führung. Sensationell der Pass von Kapaul und das Durchsetzungsvermögen von Frick. Die Schiris checken noch eine mögliche Torhüterbehinderung. Doch das Tor zählt. Jetzt sind die Lions gefordert im Zürichsee-Derby. Zu Hause soll es natürlich keine Niederlage geben. Sie stemmen sich dagegen mit Weber. 2:2. Wie viel Glück Yannick Weber mit seinem Slapshot hat, ist erst in der Zeitlupe zu sehen. Zwischen Freund und Feind hindurch und dann noch als Billiard-Puck. Pfosten, Pfosten, Pfosten rein. Jetzt ist definitiv Feuer auf dem Eis und die Verlängerung muss entscheiden. Es kommt der Rapperswiler Goldhelm aufs Eis, Tyler Moy. Der läuft mit der Scheibe, hat Platz und schießt. 3:2 für die SC Rie Lakers durch Tyler Moy. Die treuen Lakers-Fans sind aus dem Häuschen. So lässt man einen Moy natürlich nicht ungestraft gewähren. Die ZSC Lions verlieren zum zweiten Mal hintereinander, während die Lakers dank Moy den Zusatzpunkt holen.